Willkommen zurück zu Metroid Other M. Wir sind immer noch in dieser komischen Perspektive, aus der wir nicht mal schießen können. Auch kein Morphball und nix. Ich bin noch eben 10 Kilometer lang den Weg gelaufen, ja? Und alles nur, um den Weg jetzt wieder zu laufen, oder was? Nach einer Zwischensequenz. Als ein... Ja, es ist kein Weltraumpirat, es war ein Chozo, oder was? Von Zebes auf jeden Fall. Ein Zebesianer, haben sie gesagt. So ein Begriff ist ja noch nie gefallen im Metroid-Universum. Tja, zurück am Speicherpunkt. Wir machen's halt, komm. Speicher halt. Und dieser Zebesianer, ich sag jetzt zu den Chozo in Zukunft. Was ist denn hier los mit der Steuerung, verdammt? Das ist eine miese Steuerung. Dafür hat man doch einen Analog-Stick erfunden, ne? Jetzt mache ich wieder mit dem scheiß Mini-Steuerkreuz rum. Von der Wii-Mode. Unglaublich. Ja, oh, jetzt können wir hier lang. Das ging vorher nicht, oder? Oh, oh. Da bitzelt's überall. Ja, ein Chozo, sage ich jetzt einfach mal, behaupte ich. Hallo, Leute. Und... Mit dem Wappen der Galaktischen Föderation. Diese Wesen wurden also als Biowaffe getestet. Das ist verboten. Jetzt bin ich wieder in dem Raum, oder? Jetzt kann ich die aber auch hindurchgehen, die Räume. So sieht's aus. Oh Mann. Jetzt bin ich hier und darf schon wieder Pixel suchen. Das werden wir tun. Oh oh, es sind Weltraumpiraten. Aha, das sind Weltraumpiraten, definitiv. Wie kann das sein? Die wurden ausgelöscht. Toll, ich darf alleine kämpfen. Nur weil Adam das so befiehlt. Kommt her, ihr miesen Dinger. Okay, die können mich auch ganz schön gut krallen und das sollte ich besser vermeiden. Aber ich knall denen auch die Birne weg. Der erste ist schon gefallen und da kommt noch einer. Also mal ohne Ende Weltraumpiraten erledigen. Interessant. Die Totgeglaubten sind zurück. Tja, wenn die zurückkommen können, obwohl sie eigentlich ausgestorben gelten, würde es mich nicht wundern, wenn auch die Metroids, die ausgestorben galten, irgendwie zurückkehren. Sonst wäre es ja kein Metroid-Spiel mehr. Metroid Fusion war ja auch ein Metroid-Spiel, wo eigentlich die Metroids alle schon ausgelöscht waren und es gab noch welche. Auch wenn es Klone waren, aber trotzdem. Oh, hey, ich hab doch den abgeknallt. Attackiert der mich, ne? Ich hatte noch keine volle Ladung, daher weht der Wind. So, du bist der Letzte. Du bist echt das Letzte. Habe ich alle besiegt? Hört sich nicht so an. Hä? Ziemlich... Oh, da sind noch welche drin. Ich sehe nichts, aber kein Problem. Bam! Zwischensequenz, ja. Puh! Nach diesem Kampf wechseln wir wieder in diese Perspektive. Ja, in der Perspektive kann uns eigentlich nichts passieren, deswegen ist es mir eigentlich egal. Haben wir jetzt überall? Wir müssen mal überall reingehen. Ich wollte überhaupt nicht mit denen kämpfen, ich wollte mich ja nur umgucken. Da lauern die oben. Ich habe nicht genau hingeguckt, weil diese Gestalthülle, die wir gefunden haben, jetzt... Weltraumpirat oder ein Chozo? Die können sich auch nicht auskotzen und sagen... Zebesiane. Gott. Es war ein Chozo. Und das hier eben waren Weltraumpiraten. Ja, und wie? Vielleicht sollte ich zurückgehen zu meinen Kumpels. Genau das werden wir jetzt tun. Leute, ich habe euch was zu berichten. Wo seid ihr denn?
War das der Weg, den ich gegangen bin? Definitiv. Ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe. Ich gehe mal zurück. Ich gehe zurück. Oh Mann. Scheiß aufs Speichern, ehrlich. Ob die mir irgendwas zu sagen haben? Sieht so aus. Na toll. Eine Erschütterung. Ja, aber keiner weiß was und wo. Ah, die ballern draußen. Gegen irgendwelche Dinos. Das ist mein Skorpion oder was? Nee. Das ist ein ganz anderes Viech. Ich werde helfen. Was denn? Was ist das denn? Oh oh. Ach du Scheiße, hier geht echt der Punk ab. Die anderen sind zu beschäftigt, um sich um Samus zu kümmern. Oh je. Ach, wir können ballern. Miss als auf den Schwanz. Warum der uns nicht fressen will, ist mir auch ein Rätsel. Komm schon. Oh Mann. Was für eine Lage. Aber gefällt mir. Das ist eine gute Cutscene. Oh, ist unsere Energie gleich vorbei. Oh Gott. Oh nein. Das tust du nicht. Tja, wir haben keine Wahl. Wir müssen ballern. Und jetzt finde ich die Wii-Vermittlung nicht mehr. Und das sieht nicht gut aus. Hallo? Ey, ich bin immer noch im Leben. Aber ich finde... Wo ist denn... Okay. Ja, da findet man auf einmal den Cursor nicht mehr. Ich finde die Steuerung oftmals nicht gerade optimal. Okay, ich gehe jetzt mal weiter weg vom Fernseher. Aber trotzdem... Oh, starte die direkt hier. Toll! Komm, Missiles auf den Schwanz. Warum geht nur der Schwanz? Verstehe ich nicht so. Boom. Ja, anvisieren und abschießen ist so eine Sache. Aber wir müssen auch... Oh, gerade noch abgewehrt. Aber jetzt. Was für... Mann, meine Energie, hey. Eine andere Taktik fällt mir nicht ein. Ich habe noch ein bisschen Energie. Als Missiles auf den Schwanz. Oh Mann, der ist halt so schnell. Ein halbes Energiedings habe ich noch. Ein bisschen zusammenreißen, dann können wir es schaffen vielleicht. Auch wenn die Chancen jetzt natürlich nicht so gut sind. Was war das jetzt? War rosa. Boah. Nein, du kriegst mich nicht. Hey. Was passiert eigentlich, wenn ich keine Missiles mehr habe, wenn ich alle verschossen habe? Komm schon. Puh. Okay, das war ein exzellenter Treffer jetzt wieder. Das war ein Treffer von dem. Ich habe auch so wenig Energie. Ohne Witz. Jetzt habe ich wieder 96. Das war noch mit Energietank. Das sind jetzt mal erst reine Treffer. Oh ja, diesmal läuft es viel besser. Ja, wie? Was zieht denn das mir ab, ey? Oh, ist jetzt mal bald gut, das ist ja Adrenalin, ich drehe durch. Ist gut jetzt ist aber gut.
Jetzt ist aber gut. Hört auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Oh Mann. Vorrat erschöpft. Also bis der Vorrat erschöpft ist und dann geht's weiter mit der Zwischensequenz. Das Vieh scheint genug zu haben. Oder mal sehen. Oh, und die helfen uns. Anthony. Ja, flüchte. Und jetzt schieß. You okay, Princess? I wanted to give you some cover earlier, but this thing takes forever to charge. I'll save the next shot for you. Not that you'll need it. Hey! Come over here! What's up? Lyle's down. He looks like a pile of rags. What's gotta happen to a guy to make him look like that? Und wir dürfen wieder suchen. Lyle hat's erwischt. James. Weiß ich doch. Anthony? Hallo. Warum stehe ich eigentlich hinten dran? KG? Und James. Maurice, natürlich. Ich würde jetzt gerne nach unten. So. Ist mir klar. Lyle. Was soll ich denn jetzt tun? Ich hasse es, wenn man sich nicht bewegen kann. Einfach nur Pixel suchen muss. Ja, ich denke, ich soll mir den Kerl mal ansehen. Lyle, was ist los? Spannung pur. Ich weiß nicht, ich finde diese Passagen nicht so toll. Wahrscheinlich, weil ich ewig brauche, um was zu finden, aber das trägt doch nicht zum Spielspaß bei. Kann ich irgendwas machen, wenn ich einen anvisiert habe? Gar nichts, ne? Tja, Leute, bis zum nächsten Part. Ciao.